Was brauche... Also ich nehme den Ofen mit. Ich nehme... Einfach weil ich es kann, die Truhen mit. Man weiß ja nie, ne? Man weiß nie. Was nehme ich noch mit? Essen habe ich. Eine Werkbank, beziehungsweise... Ja, Holz habe ich. Holz, ja, das nehme ich mit. Das ist in Ordnung. Dann mache ich mir eine Werkbank to go. Weißt du, viele holen sich morgens Kaffee to go. Ich mache mir immer Werkbank to go. Ofen, Werkbank, Truhe, Essen, Fackeln, Kohle. Also jetzt nicht Cash in the Tash, sondern Kohle in the Tash. Wie viel haben wir denn? Ja, komm. Weißt du, ich mache die ganze Zeit den hier. Das ist so ein bisschen verwirrend. Das Eisen nehme ich mit. Für a better Spitzhacke. Oh ja, und das, wenn wir sterben. Yo, 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 das mache ich. Dass, wenn wir sterben, in der Höhle spawnen? Soll ich das machen? Damit der Weg nicht so weit ist? Ich meine, wir spawnen das sowieso hier. Hier, da oben irgendwo. Also von daher. Ich bin ein Schlaukopf. Ich kann nicht schlafen gehen! Oh, egal. Und dann brauche ich noch irgendetwas. Ja, eine Rüstung. Ja, kann ich nicht machen. Obwohl, warte mal. Rüstung? Ja, gut, da kommt jetzt nichts mehr rum. Sagen wir einfach mal Brust. Platt. Oh, jetzt habe ich mich verschrieben. Brust. Oder Brust. Pla. Wie schreibt man das denn? Brust. Ach, nicht Platte, Panzer. Das heißt Brustpanzer. Ja, früher hieß das Brustplatte. Also, es gibt Eisen, Diamanten, klar, Holz. Holz aus Tinkers Construct, tatsächlich. Ist aber ein bisschen billig, ne? Blei? Oh, Invar. Wusste ich. Schillernd, um Gottes Willen. Silber. Bronze. Zinn. Okay. Seriöser Kupferbrustpanzer. Ah, es ist schon geil. Aber am meisten bringt echt Eisen. Außer Bronze. Das ist gleich. Wie macht man das? Mit Stämmen. Okay, ich probiere das mal. Einfach mal, um es zu vergleichen. Gib mir mal. Komm, gib mir mal so ein Stack. Oh, warum ruckelt das denn jetzt auf einmal so? Ah, das Licht. Ja, das Licht am Licht. In der Hand. Also, wenn ich jetzt, ich meine, wir haben ja das Holz. Eine Brustpanzer, das heißt der Brustpanzer. Einen Helm. Eine Hose. Beinschutz, das heißt Beinschutz. Leute, es heißt Beinschutz. Und Stiefel. Holzstiefel, ganz ehrlich, wenn ich meine Füße in Holzstiefel pressen würde, wisst ihr, wie viele Splitter ich danach hätte? Das ist ja. Und was ist das hier? Eichenbarrikade. Wusste ich. War ich mir im Klaren. So, ich nehme so ein halben Ding mit. So, dann kommt das da wieder rein. Zack. Und dann kommt das da bam, 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 bam. Und das bringt gar nichts, wie ich sehe. Aber es sieht cool aus. Sieht interessant aus. Weißt du, so der typische DJ-Slime. Im Holz, in der guten alten Holzrüstung. Richtig smart. Richtig, richtig smart. Und weißt du was? Weil ich es kann, schlafe ich jetzt nochmal. Ciao. Also nicht ciao, sondern gute Nacht. Ja, Alter, ich krieg immer so ein Bitch-Slap. Das. Boah, so, wir haben das Bett mit. Wir haben eine Rüstung, die nichts aushält. Eigentlich Steinrüstung? Wenn ich jetzt sage. Drei Seiten voll mit Stein, alles klar. Es gibt Steinwaffen. Also Steinschwert, klar, aber, ne? Breites Steinschwert. Die haben meinen Pimmel programmiert. Oder einprogrammiert. Seelenstein, was?
Erstmal Fett von Diablo geklaut. Seelenstein. Steinkampfaxt, alles klar. 5 Attack Damage, was hat das? 6, alles klar. Ja gut, das ist halt auch ein Stein. Steinkeule. Wie stellt man die denn her? Ach so, dafür braucht man den Custom NPC, oh, wie nennt man den denn? Carpentry Bench. Weiß ich nicht. Warte, Bench? Table? Carpentry Table? Easy Crafting, Pottery Table, genau. Okay, dann machen wir das anders. Carp? Nein, ist doch gar nicht Carp. Custom NPC. Ach so, die heißt Werkbank im Deutschen, alles klar. Ja, ich wusste, dass die im Englischen Carpentry Bench heißt. Wie stellt man die her? Ach so, so einfach. Ja, und die hat ihre eigenen Rezepte. Ihr müsst euch vorstellen, die Werkbank hat ein Feld von 9x9. Nur Inventar 4x4. Ach. Nein, 2x2. Und das hier sind 9 Felder. Und bei der Carpentry, also bei der Carpentry Bench, sind hier auch nochmal Felder. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16 Felder insgesamt. Und das, ja, ergibt einem nochmal ganz neue Möglichkeiten. So, ja, hier, das ist alles gar nicht texturiert. Warum ist das nicht texturiert? Das müsste eigentlich alles Texturen haben. Hat jetzt keine Texturen. Wahrscheinlich, weil ich es nicht nutzen werde. Die Mod ist zwar geil, aber ich werde da nur die Custom, also die richtigen NPCs, die werde ich letztendlich nutzen. So, Höhlentour. Machen wir? Machen wir. Ich würde mir ganz gerne... Ja, so schon mal gar nicht. Backpack. Heißen die auch im Deutschen so? Ja, Rucksack, aber weil die Mod so heißt. Ein normaler Rucksack. Was, so einfach? Und ein großer Rucksack? Ja, das habe ich selbst. Das habe ich tatsächlich selbst texturiert. Gegerbtes Leder mache ich aus gebundenem Leder, indem ich es brutzle. Und das gebundene Leder mache ich aus Leder und Fäden. Also ein großer Rucksack hat schon mehr Aufwand. Ich meine Leder. Normales Leder. Okay, das ist klar. Und dann haben wir hier das Burl. Oh Gott, oh Gott. Okay, der Rucksack wird dauern. Das wird dauern. Beziehungsweise, warte, es gibt den Knappsack. Heißt der nicht so? Knappsack? Heißt der nicht so? Ah, Rucksack von Tinker's Construct. Ja, der heißt im Englischen nicht Backpack, sondern Knappsack. Ein Rucksack, um deine Sachen aufzubewahren. Wie stellt man den... Oh, ist genau dasselbe mit Gold. Warum denn Gold? Okay, habe ich auch selbst texturiert. Den kann man nämlich... Da kann man den einsetzen. Dann hat man nämlich hier noch so einen Rucksackslot. Das finde ich auch ganz geil. Ja, das Fenster ist anders texturiert, weil es von Tinker's Construct ist. Das kommt aber alles später. Leute, das kommt alles später. Macht euch keine Sorgen. Gut. Warte, gab es nicht sogar noch einen Rucksack? Was ist der Ende? Also es gibt den von Tinker's Construct, die von der Backpack Mod. Und dann müsste es noch einen... Backpack? Hab ich den denn nicht? Oder wenn ich jetzt sage... Moment. Endersdeutsch. Enderbeutel. Alles klar, so heißt der. Das kommt alles später, Leute. Das ist alles nur vorinstalliert, damit ich... Oh Gott. Ich es später nicht nachholen muss. Und es wird uns einiges ersparen. Einiges, Leute. Einiges. Okay, ich würde sagen, bis wir jetzt eine richtige... Nein, warte, ich gehe ins Menü. So, bevor wir jetzt in eine richtige Höhle gehen und ich die Höhlen-Playlist anmache, suche ich mir jetzt noch ein schönes Lied aus. Und dann geht's los. Gut. Ich suche mir eine Höhle. Hab ich alles? Stöcke, Holz, Werkbank. Oh, jetzt habe ich da eine Axt im Inventar. Das ist eigentlich Platzverschwendung. Das ist ein Slot, den ich für einen ganzen Stack
Okay, Diamanten wäre übertrieben, aber einen ganzen Stack Eisen. Und dann nehme ich doch lieber den Stack Eisen mit. Also, ciao. Oh, das ist das schön. Oh ja, und dann so mit den Blättern im Hintergrund. Ich würde sagen, Screenshot. Und dann speichere ich den mal eben ganz kurz ab. Und dann sage ich einfach, welche Session ist das denn jetzt? Session. Oh, welche Session ist das denn jetzt? Müsste 6 sein. So. Ich habe da nämlich den Screenshot-Ordner im Hintergrund noch auf, damit ich das immer schön abspeichern kann. Ich habe nämlich letztes Mal einen Screenshot gemacht, aber ich wusste nicht, zu welcher Folge das gehört. Oder Aufnahmesession. Folge ganz zu schweigen. Oh, ich hoffe, ich habe alles, ey. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. In welche Höhle wollte ich überhaupt gehen? Ach ja, hier. Erde. Erde werde ich brauchen. Und das passt ganz gut. Es sind nur 5 Erde, aber es wird, ne? Ich wollte, hier war doch irgendwo, war hier nicht irgendwo noch der Höhleneingang? Also hier drunter ist ja eine Höhle, das wissen wir ja. Ich weiß, wo es ist. Ich weiß, wo es ist. Ich muss mich noch mal dafür entschuldigen, dass ich immer mal wieder zwischendurch ins Inventar gehe. Einfach nur, um die Maus dann, in dem Moment, ne, platziere ich dann die Maus anders. So. Ne, also, ne? Gut. Hei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 . Hast du mich erschrocken? Um Gottes Willen. Nein, bitte nichts in die Luft sprengen. Nein, bitte nichts in die Luft sprengen. Bitte, 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 bitte. Nein, bitte nichts in die Luft sprengen. Nein, nein, nein. Um Gottes Willen. Monsterjäger. Woo! Hast du mich erschrocken? Ich bin Monster nicht gewohnt. Ich bin die echt nicht gewohnt. Okay, Moment. Ich wechsle jetzt eben kurz die Playlist. So. Ist jetzt kein wirklich gruseliges Lied, aber glaubt mir, das muss auch nicht sein. Ist Final Fantasy, ne? Also, damit ich mir hier nicht ganz in die Hosen mache. Und ich habe echt das Gefühl. So, deine Mitleids mache ich jetzt mal aus. Hier ist nichts. Der Creeper hat mich erschrocken. So, ich bin jetzt bereiter. Da ist nichts, alles klar. So, Fackeln rechts, ne? Ah ja, hier, jetzt geht's los. So, Fackeln rechts, mache ich rechts, alles klar. Das heißt, links ist immer zum Schwarzpulver hat der gedroppt. Ich wusste doch, der hat irgendwas liegen gelassen. Ey, wenn mich jetzt irgendein Viech da reinschubst, ne, dann sag ich euch, ist vorbei. Ich hätte ganz gerne die Erde, damit ich. Moment. Ich mag die Lava nicht. Ah, ist das heiß? Also bestimmt ist das heiß. Okay, da kann ich die Lava ruhig so zubauen. Das ist völlig in Ordnung. Oh, Cloister of Childs. Geil. Ah, ist das so? Im Spiel sagen die das immer so. Ich muss die Maus immer. So. Ah, hier geht's runter. Nein, nicht essen, Junge. Essen kannst du später, wenn du Hunger hast. Ach, du Scheiße. Ich glaube, ich brauche eine neue Unterhose. So, Fackeln immer. Ah, hau ab. Hau ab. Hau ab. Ene mene mu. Danke. Und ich möchte Options. Hier, ganz laut, damit ich das wirklich höre. Nee, warte, das bleibt. Spieler. Ach, ist laut, alles klar.
Das bleibt alles, das möchte ich auch hören. Und damit man mal was vom Spiel hört, mache ich Matmos ein bisschen lauter. Hier ist Kohle. Warum wird das denn so schwarz, wenn ich es abbaue? Grafikfehler? Ja, ich habe gerade erst meinen Grafiktreiber aktualisiert, also. Junge. Ja, ist von Minecraft Shader und. Ja. Na, geh doch da hoch. Oh nein, jetzt hat sie da schon wieder diese komischen. Oh, F7. Ich gucke gleich mal, Moment. Hier in die Ecke. F7. F7. Ist irgendetwas. Da ist das unter F7. Achso, ja, Matmos. Aber es wird auch nicht rot gekennzeichnet. Das hast irgendwie doppelt belegtes. Ah ne, da ist noch Kohle. Da ist noch Kohle, Junge. Ah, was ist das? Aluminiumerz. Okay, ist Aluminium, aber ich glaube, ja. Können wir gut gebrauchen. So. Was ist das? Ist das... Ah, das ist auch noch... Ah, das sieht man gar nicht. Wie gemein. Noch ein bisschen Alu. Mama, was kochst du heute? Alu. Oh. Mama, lass mich runter. Ich gehe da nicht runter, ohne mir eine Treppe gebaut zu... Was ist das? Schwarzpulver. Das ist Schwarzpulver. No risk, no fun. Ha, ich höre Schleims. Schleims. Okay, die sind aber nicht so stark. Oh, Alubüsche. Oder ist das Eisen? Aluminium, okay. Ha, du bist kein Schleim. Du kannst mal hart kacken gehen. Was bist du denn? Ein Creeperkopf. Warte, kann ich mir den... Ich bin der Disco-DJ. Ach, Disco-DJ. Ich bin der... Hier, ich bin der... DJ Creeper. Sehen mich dann die Gegner nicht mehr? Keine Ahnung. So, die Büsche nehme ich mit. Ha, ich habe ein bisschen Eisen. Ich habe ein bisschen Eisen. Ich wollte sagen Angst. Ne? Ich wollte sagen Angst. Aber das habe ich nicht gesagt. Weil ich keine Angst habe, weil ich ein Mann bin. So. Und wer das nicht akzeptiert... Ist eine Muschi. So. Nein. So. Kohle, Kohle, Kohle. Ohne, ohne Ohle keine Kohle. Und ohne Kohle keine Ohle. Ey, diese Schleims haben echt Spaß anscheinend. Warum ist das da hell? Lava. Geh ich gleich hin. Geh ich gleich hin. Wenn... Ah, guck mal einer an, was ich da schon wieder... Was ist das denn? Essenzbeerenbüsche. Wir haben unendlich viele Level. Ah, die tun weh. Wir haben unendlich viele Level. Schmeckt wie Creeper. Hab ich hier. Alter. Ah, geht da. Alter, ich dachte, der fällt hier runter. Um Gottes Willen. Boah, wie viele Büsche wir finden. Eigentlich sind die relativ selten. Also jetzt ernsthaft, die sind eigentlich echt selten. Gut, aber wir haben ja noch keine Eisenbüsche gefunden. Gefunden. Wenn wir Eisenbüschen gefunden haben, dann müssen wir einschmelzen in der Schmiede, die wir dann noch nicht gebaut haben. Und dann haben wir ganz viel Eisen. Passt die Höhlen-Playlist? Ich glaube schon, ne? Ich wollte es halt nicht so horrormäßig machen. Das wollte ich wirklich nicht. Lieber ein bisschen Action und Spannung.
aber halt schon so ein bisschen mit dem Hauch von Grusel, weißt du, so und so ein Hauch.